Hey ho, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe mal kurz was ausprobiert, und zwar Ausrüstung. Ich habe die Morelia Neo genommen, wie auch immer die heißen. Damit habe ich, die sehen zwar nicht so hübsch aus wie die Evo Speed, aber ich habe damit Explosivkraft 97 und 58 Effe. Mit denen hier habe ich Stärke 79. Mit den Evo Speed müsste ich vermutlich auch 79 haben. Ist die Frage, brauchen wir mehr Effe? Wir machen wahrscheinlich ja keine. Ich würde sagen, wir machen keine Freistöße. Deswegen nehmen wir die mal. Damit sind wir noch ein bisschen aggressiver unterwegs. Und deswegen in der Imtech Arena. Ja, hört sich richtig an, oder? Atmet man ja nicht, dass das hier endlich mal funktioniert. Ich hoffe, dass wir hier heute ein schönes Spiel machen können. Hab schon wieder länger nicht aufgenommen, ein paar Tage, deswegen erstmal wieder reinkommen. Und Teil 26, ich bin immer noch die 26. Ich wollte eigentlich eine andere Nummer mir erwählen. Deswegen wollen wir doch mal demnächst schauen, welche Nummer wir nehmen. Wir spielen gegen Nürnberg. Deswegen müssen wir uns weiter anstrengen, um gute Punkte für die Bundesliga zu sammeln. Ich glaube, ich bin immer noch gesperrt. Irgendwie sowas habe ich noch im Hinterkopf. Für die nächste Europa League Partie. Das wäre ja nämlich nicht so schön, wenn ich da gesperrt bin. Ah. Ich musste ihm auch aus dem Weg gehen. Ich stand eigentlich voll im Abseits. Aber er konnte gut reinhauen. Ja, Skjelbred. Mhm. Sehr gut. Ich dachte eigentlich, er gibt mir den Ball. Weil ich stand ja schön eigentlich schon da. Ich hätte so abgezogen. Und Super. 1-0. 1-0. Juhu. Aber ich habe den nicht vorbereitet, glaube ich. Simons oder Simons oder wie auch immer man ihn. So, Otalo wieder zurück. Dalala. Ich möchte heute auch ein Tor schießen. Ich bin heute richtig scharf auf ein Tor. Gib mir ein Tor. Ich brauche eins. Ah, das war klar. Auf die Entfernung können sie nicht spielen. Ah, da lasse ich mich verarschen. Komplett. Super. Ah, schießt er mich an. Statt mir zu passen, schießt er mir in den Hintern. Sehr gut. Ach, Jungs. Abgeben. Nicht immer nur durchtanken. Ich stehe doch da schon. Ihr müsst mir den Ball geben. Ich bin wichtig. Okay. Da haben wir die Pille wieder. Mist. Das hat zu lange gedauert. Ah, nee! Direkt auf ihn geschossen. Mist. Kommst du ran? Schaffst du? Sehr gut. Ah, doof. Oh. Ah, da kommt er doch ran. Mist. Ja, ich habe mich da ein bisschen vertan. Als ich unten genau da lang gelaufen bin, bin ich gesprintet. Und das war der Fehler. Da bin ich so weit rausgekommen. Sonst wäre ich eigentlich schon früher rumgekommen um die Ecke. Und ich bin sogar rangekommen. Das glaubt man ja nicht. Aber Kilometer daneben oder wie? Es weint, da sehen wir ihn. Auf den müssen wir auch aufpassen. Oh nee, da kommen die besser ran, die Nürnberger.
Also, Utaldo, aufpassen und nachdenken. Da kommt die Flanke. Gut. Ah, über die Wolken. Aber gut durchgesetzt. Also, da kann sich Utaldo nichts vormachen lassen von anderen. Da sieht man es gleich. Er setzt sich gegen zwei durch. Auch der hätte er ihn haben können. Er kommt dran vorbei, weil er ja flott ist. Aber dann verziehe ich. Mann! Aber super, super Zusammenarbeit. Genau so wollen wir das sehen. Mist, falschen Weg eingeschlagen. Ah, ja, das erste Spiel. Es ist noch das erste verflixte Spiel. Keiner ist da. Keiner ist da. Da kam eine Flanke zu spät oder nicht gut genug. Wahrscheinlich hat es einen Punkt Effe. Ein Punkt Effe war es. Ich versuche gerade ein bisschen den Controller woanders hinzumachen, damit ja, das nicht so das Geklaggere hier mit drauf kommt. Ich versuche es über außen. Ja. Okay. Da wirft er rein. Aber es sollte nicht sein. Also ich kriege die Flanken noch nicht hin. Eigentlich müsste es ja von meiner Position aus immer gut laufen. Oder ist zumindest sehr gut, wenn man außen läuft, dann versucht, den Ball reinzubringen. Ah, Ballverlust. Ballverlust. Plattenhard. Plattenherd. Ich weiß nicht, wo ich hin soll, wo ich mich anbieten soll. Nein, was mache ich? Ich laufe falsch. Oh, abgefälscht, oder? Sonst schießt er doch nicht so schwach. Mist. Ich bin nach oben gelaufen, das war dumm. So, jetzt aber, jetzt aber. Go, 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 Utaldo. Go, go, Utaldo Ranger. Ja, Polter. Da schießt er ein bisschen daneben. Sehen wir jetzt auch nochmal. Ja, also. Naja, okay. Jetzt hier nochmal anstrengen. Komm. Nochmal vor der Halbzeit noch ein Tor schießen. Das wird wahrscheinlich nichts. Ja. Erste Halbzeit vorbei. 1:0. In unserem schönen Stadion. Deswegen starten wir jetzt gleich die zweite Halbzeit. Und ich hoffe, dass ich in dieser Halbzeit jetzt mehr reiße. Also es muss doch möglich sein. Ja. Da muss ich aufpassen. Es war wieder das Doppel-X. Doppel-X-Chromosom. Was macht er denn? Er versucht da außen sich durchzulaufen. Ja, okay, der kam fast an. Fast aber auch nur. Oh nein. Setz dich durch, bitte. Ja. Wunderbar. Gut. Ah, super, alter Schwede, schön gemacht. Also da kann man echt nichts zu sagen, super. Und leider war ich wieder nicht dran beteiligt. Das ist heute nicht, noch nicht mein Spiel. Da sehen wir es gleich nochmal. Da habe ich den Ball. Da will ich abziehen. Homs. Verliere das Ding. Flanke rein und sofort mit dem Kopf reingenagelt. Naja, wie ist es, gehen wir 2:0 in Führung. Das ist super.
Und jetzt möchte ich auch nochmal. Gib mir die Ball. Gib mir die Ball. Volle Konzentration. Ich merke schon, also der läuft sich richtig gut mit so einem Speed. Was geht ab? Au, Außennetz. Dafür drehe ich schon meine Augen. Och Mann. Ja, super, echt. Vielen Dank für die Vorlage wieder. Trotzdem. Ich hab's mir doch so gewünscht. Mist, ich glaube, er hat mich gesehen. Verdammt! Warum? Warum denke ich jetzt in dem Moment? Scheiße, wie schieße ich? Kreis, nein! Ach, ich wollte ihn gerade reinschlenzen. Und dann kam R2-Kreis dabei raus. Och Mann. Ey, was ist doch hier falsch? Wieso schieße ich denn so doof? Ja, da steht er eindeutig im Weg. Hätte ich mich nicht melden sollen. Oh, gut. Gut, 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 gut. Ja, jetzt bin ich nicht mehr so schnell. Ah, laufe ich ins Aus. Um Ball gekämpft und trotzdem nichts gerissen. Also das ist eine echt doofe Geschichte hier. Da fällt er hin. Ah! Gibt's nicht. Also ich habe richtig viele Schüsse aufs Tor schon. Und nichts ist reingegangen. Mann! So schöne Position und puh! Und der Schuss wird auch schon langsam härter, also am Skill direkt von Otaldo kann es nicht liegen, außer von, also mein Skill, mein spielerischer. Ja, da haben wir es wieder gesehen. Der spielerische Skill ist heute gleich null. Da hätte ich viel mehr draus machen müssen, also wie zu Dingsbums-Zeiten, hätte ich fast gesagt, wie im Nationalteam, das war richtig gut. Oh. Ja, jetzt versuche ich da noch durchzudribbeln. Das klappt auch nicht. Otaldo, Mann, was machst du denn? Da kommt die Flanke zum ersten Tor vielleicht? Nein. Gut, 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 gut. Konzentration. Ah, ich hasse dich. Ich hasse dich. Also, den bösen... Oh ja. Ja, das war ein bisschen Frust. Wir schaffen es nicht mehr. Zumindest ich schaff's nicht mehr. Eine 5er-Defense haben sie jetzt da hinten. Scheiße! Da sehe ich, dass sie oben, also nach oben und unten rennen, dass in der Mitte offen ist. Will da durchrennen, dann schickt er mich nach oben. Nee, 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 das klappt heute nicht mehr. Da bin ich viel zu fixiert jetzt auf das Tor. Das klappt nicht. Man kann es nicht erzwingen. Es muss einfach gut laufen oder es läuft eben nicht gut. Man kann es nicht erzwingen. Ja, da steht er. Und winkt. Ja, das ist leider jetzt zu spät. Da war die Lücke.
wenigstens eins. Also, das war echt nötig. Und mit einem schwachen Fuß, glaube ich, geschossen. Aber der schwache Fuß ist ja im Prinzip der starke auch. Ich glaube, 7 Punkte habe ich auf schwachen Fuß. Ach, nur meine Güte. Das war in letzter Not. Ich wollte eigentlich anders laufen irgendwie. Dann verlagert und dann noch ganz knapp rein. Danke, danke, Freunde. Danke, danke. Ein bisschen noch fürs Ego getan. Vor Abpfiff noch das Tor geschossen. Super, super gemacht. Zwar keine durchgehend perfekte Leistung. Ich denke, der Skelbred, wie auch immer er heißt, der wird heute Man of the Match. Ja. Ich habe eine 7,0. Ist auch okay. Schade eigentlich. Schade, schade. Und ich spiele immer mehr wie Stürmer. Vierter Platz, das ist ganz gut. So, Dezember, jetzt ist erstmal ein bisschen Pause angesagt. Mal gucken. La 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 la. Da gibt's gleich erstmal Geld. Das nächste Spiel geht gegen meinen alten Verein, Eintracht Frankfurt. Da wollen wir mal sehen. Wahrscheinlich werde ich nicht mehr berücksichtigt oder so. Wir können dich nicht spielen lassen. Gegen deinen alten Verein, das können wir nicht zulassen. Oder vielleicht doch? So, sehen wir mal. Ich bin nochmal kurz gespeichert. Startelf, sehr gut. Profit 24.000. Juhu! Ja. Dribbelstärke auf 78. Nice. Effet auf 59. Ballkontrolle 68. Sehr gut, also es hat sich gut verbessert. Koffergenauigkeit 64. Explosivkraft steigert sich fast auf 98. Sobald das auf 99 geht, muss ich die Schuhe wechseln, weil es sonst da nicht weitergeht und das ist dann blöd. Dribbelgeschwindigkeit 90. Und außerdem, wenn Explosivkraft nachher eh noch weitergeht, dann kann ich eh andere Schuhe nehmen. Schnelligkeit 91, bald auf 92. Super. Schusskraft 65. Sehr gut. T-Work 51, auch endlich in den über den 50er-Bereich. Schnelligkeit 91 bei 92, das habe ich gerade gesagt. Distanztorschütze verbessert sich auch gerade. Ja, super, super, super. Gut. Moment. Ich habe eben gerade was Komisches gelesen. Ach. Ich dachte gerade, RF, Right Forward. Das ist ja was anderes, das ist ja die FIFA. Ja, es geht gleich zum nächsten Spiel. Eintracht Frankfurt ist unser Gegner. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch wenn ich nicht ganz gut gespielt habe. Trotzdem sehen wir uns gleich wieder. Macht's gut. Tschüssi.